Menschen schreien, Verletzte liegen auf der Straße. Für einige von ihnen kommt jede Hilfe zu spät. Der Schütze hat das Feuer um kurz vor acht mitten in der Innenstadt von Straßburg eröffnet, in der Nähe des Weihnachtsmarkts. Es waren zwei, drei Schüsse zu hören, dann fingen die Menschen an zu rennen. Ich habe mehrere Schüsse gehört, dachte erst, es seien Böller. Dann sah ich viele Menschen rennen, Kinder weinen und dachte, da ist etwas Schlimmes passiert. In der folgenden Stunde liefert sich der Schütze zwei Schusswechsel mit den Sicherheitskräften. Nach Angaben der Polizei wurde er dabei verletzt. Seitdem ist der 29-Jährige, der in Straßburg geboren wurde, auf der Flucht. Nach Angaben des Senders France Info entkam er mit einem Taxi, das er gestohlen hatte. Die ganze Nacht hindurch suchten 350 Einsatzkräfte mit Unterstützung von Hubschraubern nach dem Täter. Les recherches se poursuivent. Die Fahndung nach dem Mann läuft. Der Verdächtige wurde in Frankreich und in Deutschland wegen zahlreicher Delikte verurteilt und hat bereits eine Haftstrafe verbüßt. Bei der Schießerei im elsässischen Straßburg gehen die Ermittler von einem terroristischen Hintergrund aus. Frankreichs Präsident Macron berief in Paris noch in der Nacht eine Krisensitzung ein und twitterte: Die ganze Nation ist solidarisch mit Straßburg, mit seinen Opfern und deren Familien. Die französische Regierung rief die höchste nationale Sicherheitswarnstufe aus. Nach dem Anschlag wurde auch das Europaparlament in Straßburg vorübergehend abgeriegelt. Die Abgeordneten hielten eine Schweigeminute für die Opfer. Und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker schrieb via Twitter: Meine Gedanken sind bei den Opfern der Schießerei in Straßburg, die ich mit großer Entschiedenheit verurteile. Straßburg ist eine symbolische Stadt für den Frieden und die europäische Demokratie. Werte, die wir immer verteidigen werden. Und aus Berlin heißt es: Erschüttert über die schreckliche Nachricht aus Straßburg. Welches Motiv auch immer hinter den Schüssen steckt, wir trauern um die Getöteten und sind mit unseren Gedanken und Wünschen bei den Verletzten. Hoffentlich gerät niemand mehr in Gefahr. An der deutsch-französischen Grenze wurden die Kontrollen verschärft.